Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit Serena unterwegs und ja, irgendwo scheint noch Montag zu sein, denn der Killer hat wahrscheinlich einen Mori dabei. Also, Mori Montag 2.0, aber Mori Montag am Dienstag, das dürften die meisten von euch inzwischen ja schon kennen. Also, Serena am Start, wir spielen gegen den Trapper offensichtlich, wenn ich das richtig sehe da hinten. Ich habe Verwandt dabei, Seelenwächter, unbeugsam und frontal. Und Ehre an die Person, dass sie hier zu mir rennt. Ich hau einfach mal unauffällig ab. Ich habe ein Medikit dabei. Ja gut, die rennen da noch ein bisschen länger umher. Dann verziehen wir uns mal wirklich. Okay, Trapper. Ist natürlich gut, wenn er jetzt schon mal in der Jagd ist, dann kann er jetzt nicht weitere Fallen legen. Ich hoffe mal, dass hier hinter... Ah, da ist der Generator. Vorne auf der Veranda quasi, okay. Ja, dann soll es halt so sein. Also, Serena am Start. Serena ist ja der nächste Survivor, der gelevelt wird, oder weitergelevelt wird. Die ist auch schon Prestige 2. Und da jetzt bald das doppelte Blutpunkte-Event startet, dachte ich mir, ich guck mal, ob ich noch ein paar Offerings habe. Ich habe noch ein paar 25er Offerings. Ist jetzt nicht der krasseste Shit in Anführungsstrichen. Aber hey, was weg ist, ist weg. Ja. Denkt dran, die nächsten Tage, es wird natürlich auch noch fleißig weiterhin. Warum kommen die eigentlich immer zu mir? Ist er nach oben gegangen? Komm mal ran hier, ich kann dich hochheilen. Oh, scheinbar schlampiger Schlachter drauf. Nee, halt, Tana ist am Start. Warte mal, nee, Tana geht nicht mehr auf die Heilungsgeschwindigkeit, ne? Also, was ich sagen wollte, es wird natürlich jetzt auch noch die nächsten Tage ein paar Codes geben. Augen offen halten. Heute Abend ab 18 Uhr bin ich auf Twitch wieder live unterwegs. Und natürlich werden auch dort wieder ein paar Codes rausgehauen. Also, falls ihr noch immer keinen Code abbekommen haben solltet, dann schaut doch gerne mal auch im Stream heute Abend vorbei. Julie wollte auf jeden Fall auch noch ein paar Ründchen mitspielen. Also, ich bin ab 18 Uhr live und würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. So, genug Hashtag Werbung. Aber ich habe schon ganz oft gelesen, dass viele Leute noch keinen Code haben. Und deswegen gibt es natürlich noch weiterhin Codes. So, und ich habe auch von ein paar Leuten gelesen, dass sie die Videos immer erst am nächsten Morgen schauen können. Weil ihre Arbeitszeiten zum Beispiel ausgerechnet so sind, dass sie die Videos dann erst so spät schauen können. Oder, ne, also Leute, die halt irgendwie im Schichtsystem arbeiten. Vielleicht haue ich für euch einfach mal irgendwann richtig früh morgens ein Video online, damit ihr auch nochmal die Gelegenheit habt, an ein paar Codes ranzukommen. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar und ich will die natürlich auch noch loswerden, bevor sie irgendwann ungültig sind, damit möglichst viele von euch dann eben in den Genuss der White Crow kommen. So, ich hau mal eben ab. Wenn die jetzt hier so rumrennen, dann renne ich mal eben jetzt zu meinem Generator ganz vom Anfang. Also drei Gens sind jetzt schon durchgenudelt worden. Und bis hierhin hat der Killer noch keinen Erfolg gehabt. Noch nicht mal jemanden am Haken dran gehabt. Hier hat er auf jeden Fall schon mal gegengetreten. Habe ich jetzt aber auch keine Falle in der Nähe. Ja, das ist eine sehr gute Idee von der Klödia. Das stinkt schon so ein bisschen verdächtig nach Nöd. Aber hey, wer weiß das schon. Mit Mori ist natürlich immer noch mal hier ganz besonders viel Spaß verbunden. So, mal gucken, wo er hingehen wird. Bisschen Sorge jetzt hier durch das hohe Gras wegzugehen. Nicht, dass da irgendwie ein Pokémon rauskommt. Ist schon ziemlich gefährlich, ehrlich gesagt. Ist er in meine Richtung weggegangen? Ich habe Verwandt dabei, das heißt, so wie es aussieht, werden die anderen da hingehen. Ja, mal gucken, ob er direkt zurückkommt. Tunnel.exe starten. Gestern im Video hatte ich in den Kommentaren gelesen, so böse meinte ich das gar nicht. Wenn ich Tunneln sage, ja, ihr dürft da nicht immer so pingelig sein. Ich meinte eigentlich einfach nur, dass der Killer ein bisschen so einen Kicker auf mich hatte. Ich fand nicht, dass er mich jetzt im Sinne weggetunnelt hat, so von wegen runter vom Haken und dann direkt wieder raufkloppen. Das meinte ich nicht, sorry, falls es falsch rübergekommen ist. Aber wenn ich was erzähle, dürft ihr sowieso nicht auf die Goldwaage legen. Ihr kennt mich doch, Leute. Quatsch erzählen und Grants geht Hand in Hand. Mann, gut. Aber hier haben wir jetzt gesehen,
Von der Obsession wackeln die Spinnenbeinchen, die Entitusbeinchen. Und das ist dann doch schon eher wahrscheinlich Tunnelpunkt-Echse gestartet. So, hier wurde nicht dran gearbeitet. Oh, ich bin aber auch hier mit dem hohen Gras einfach so durchrennen. Uff. Ich werde mal eben schauen, weil die kamen vorhin ja von hier vorne. Ob hier noch irgendwie ein Generator ist, an dem sie werkeln, ja. Dann gehe ich dahin und helfe denen mal. Oder dem. Scheint nur eine Person zu sein. Oh. Nice. Nicht so nice, dass es halt genau die Person ist, die schon mal am Haken hing. Aber die ist auch richtig schnell wieder rausgekommen, ne? Wenn ich in eine Falle reintappe, ey, dann kannst du aber Gift drauf nehmen, dass es irgendwie erstmal eine halbe Stunde dauert, bevor ich draußen bin. Also zur Hälfte sind wir schon durch. Tana, naja, 5%, ne? Haben oder nicht haben. Der arme Killer. Aber gut, das ist halt auch wieder das Typische, was ich auch immer am Morimontag sage. Die Leute ballern dann natürlich auch die Gens durch, weil sie einfach nur die Dinger fertig kriegen wollen, weil sie natürlich möglichst schnell hier rauskommen wollen. Wer kann es ihnen verübeln? Zack, okay. Deswegen hole ich mir auch immer gerne einen weg. Also wie gesagt, ich fühle den Trapper halt schon so ein bisschen. Kein Nöt dabei, das ist schon mal gut zu wissen. Ist hier eine Falle zufällig? Ne? Wäre jetzt schon ein bisschen ärgerlich, wenn wir jetzt in eine Falle reintapsen, ne? Okay, er rennt zu dem Ausgang. Ich habe ein bisschen Sorge, habe ich schon. Wenn ich jetzt hier wie so ein Bekloppter durch die Gegend renne. Hier ist aber auch keine Falle. Dann können wir den Ausgang öffnen. Er wird wahrscheinlich jetzt, die anderen Leute werden schon am Ausgang stehen, oder? Oh, nee, da gab es nochmal einen Hit. Doch, jetzt ist er offen. Stanley, tank nochmal einen für die Frikandel. Lecker, lecker. Dann kann ich aber auch aufmachen. Da vorne kommt er angerannt. Oh, oh. Dann muss ich nochmal einen wegtanken. Mein Freund. Ah, da ist er. Shit. Tja, hätte ich jetzt mal einen Werkzeugkoffer dabei. Das wäre geil. Oh, der kommt hier gar nicht ran. Hätte ich nämlich das Ding wegsabotiert, aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Zumindest kein Killer. Und kein Survivor, den er hierher bringen möchte. Ah, der kommt in den Keller. Ja, das Ding kann er natürlich auch gut zumachen, wenn er will. Der andere rennt direkt. Oh, ich habe nicht einmal irgendwie geholfen, ne? Er legt da vorne eine Falle, okay. Mal ein bisschen aufpassen, dass er jetzt nicht die ganzen... Vielleicht kann ich ja mal irgendwie... Ich mach die Falle hier oben weg, mein Freund. Ah, shit. Okay, ich muss für ihn jetzt... Nee, oh, jetzt... Oh Gott. Jetzt wird's aber richtig abenteuerlich. Woo! Nicht da durchjumpen irgendwo. Boah, was? Wie hat der sich denn an mir vorbeigemogelt? Sehr gut. Ich muss raus, Leute. Tut mir leid. Vielleicht könnt ihr nochmal wegkriechen. Hä? Bitter. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass der andere Typ... Oh, es ist nur ein... Es ist nur ein grünes Mori gewesen. Nee, okay, jetzt hat er ihn wieder hingelegt. Ah, ich werde dann aber rausgehen. Ich heile mich jetzt nochmal hoch, aber pff, er geht ja eh nicht weg. Also warum auch? Wo soll er hingehen? Beide Ausgänge sind offen. Das heißt, er wird jetzt die Person nochmal aufhängen. Ich lasse ihr nochmal ihre Versuche frei, um zu schauen, ob sie sich befreien kann. Aber ich denke, dann werde ich weggehen. Im Keller schaffe ich nicht. Wenn er nicht weggeht, schaffe ich den Keller eh nicht. Hab nichts irgendwie... geliehene Zeitmäßiges, womit ich helfen kann. Also versuch dich selber zu befreien. Er macht auch alle Dinger dicht. Ah, schade. Ich dachte, der andere rennt halt geradeaus. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass er einen Schlenker nach rechts macht. So, genau. Erster Versuch, zweiter, dritter. War nix. Dann muss ich leider los. Ah, hat er echt noch drei Leute erwischt. Sehr schlechte Runde eigentlich für den Trapper gewesen. Aber hinten raus
Hinten raus hat es dann noch geklappt. Ey, schlägt da auch ganz knapp an mir vorbei, ey. Naja, gut. Okay, oh ja, stimmt. Die Daily Quest haben wir noch fertig gemacht. Die wurde gestern leider nicht mehr fertiggestellt. Und dann können wir uns ja nochmal eben kurz anschauen. Das passt soweit. Boah, das ist halt. Hab halt auch überhaupt nicht geholfen und ein bisschen Killer-Interaktion nur jetzt am Ende gehabt, wo ich die Jagd dann auch noch verloren habe. Also, schon wieder so eine Runde, wo man nicht sonderlich viel machen konnte, wenn man einfach nur die Gens macht. Also, Pinkes Mori wussten wir schon. Oh, krasses Setup eigentlich. Ich meine, das Beste kommt zum Schluss. Pop. Okay, ich meine, wenn du niemanden an Haken ranbringst, bringt der Pop auch nichts. Aber er hat drei Slowdown-Sachen dabei und das Beste kommt zum Schluss. Das ist krass. War zwar nur der Trapper, darf man auch nicht vergessen, aber dann noch mit dem pinken Mori heftig. Ich meine, hört sich jetzt an, als ob er eine mega schlechte Runde gemacht hat. Ich fand halt nur, seine Runde an und für sich war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt. Hat trotzdem natürlich drei Leute erwischt, aber die Runde an und für sich würde ich jetzt nicht als gut bezeichnen. Ja, was will man machen? Leute, ich bin raus. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Das ist die Serena und die wird jetzt bald gelevelt. Ich meine, wir haben noch ein paar Killer, die noch fertig gemacht werden müssen. Aber ey, 100% Blutpunkte. Event wird jetzt auch bald demnächst dann vor der Haustür stehen. Dementsprechend denke ich mal schon, dass wir das schnell hinbekommen. Ich bin raus. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke natürlich auch an die Kanalmitglieder für den Support. Danke an Tossi, Melanie, Packard und Granini, wenn du auch Kanalmitglied werden willst. Hier ist ein Link. Denkt dran, Leute, heute Abend Stream 18 Uhr. Wird noch ein paar Codes geben. Schaut gerne vorbei. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Haut rein.